Teil 1. Was ist richtig? Kreuzen Sie an A, B oder C. Sie hören den Text zweimal. Nummer 1. Weißt du, wo es hier Kleidung für Kinder gibt? Oh, das weiß ich auch nicht. Aber sehen wir einmal auf die Information. Kinderspielzeug gibt es im 4. Stock, Damenkleidung im 1. Hier, im 2. Stock findest du Kinderkleidung. Weißt du, wo es hier Kleidung für Kinder gibt? Oh, das weiß ich auch nicht. Aber sehen wir einmal auf die Information. Kinderspielzeug gibt es im 4. Stock, Damenkleidung im 1. Hier, im 2. Stock findest du Kinderkleidung. Nummer 2. Hier, bitte, die Speisekarte. Ich kann heute den Fisch empfehlen. Nein, danke. Ich mag keinen Fisch. Dann vielleicht Hähnchen mit Pommes frites? Oder unseren Chefsalat mit Ei und Schinken? Salat ist eine gute Idee. Den bringen Sie mir bitte. Hier, bitte, die Speisekarte. Ich kann heute den Fisch empfehlen. Nein, danke. Ich mag keinen Fisch. Dann vielleicht Hähnchen mit Pommes frites? Oder unseren Chefsalat mit Ei und Schinken? Salat ist eine gute Idee. Den bringen Sie mir bitte. Nummer 3. Bitte eine Eintrittskarte für Studenten. Gern, aber das Museum schließt in einer halben Stunde. Ach, so früh schon? Ja, am Mittwochnachmittag schließen wir schon um 15 Uhr. Aber an den anderen Tagen ist bis 18 Uhr geöffnet und am Donnerstag schließen wir erst um 22 Uhr. Bitte eine Eintrittskarte für Studenten. Gern, aber das Museum schließt in einer halben Stunde. Ach, so früh schon? Ja, am Mittwochnachmittag schließen wir schon um 15 Uhr. Aber an den anderen Tagen ist bis 18 Uhr geöffnet und am Donnerstag schließen wir erst um 22 Uhr. Nummer 4. Mein Arzt sagt, ich soll mehr Sport machen. Richtig. Komm in meinen Verein, da kannst du Fußball spielen. Und am Wochenende laufe ich immer eine Stunde. Nein, für mich ist Schwimmen das Beste, sagt mein Arzt. Laufen ist nichts für mich. Mein Arzt sagt, ich soll mehr Sport machen. Richtig. Komm in meinen Verein, da kannst du Fußball spielen. Und am Wochenende laufe ich immer eine Stunde. Nein, für mich ist Schwimmen das Beste, sagt mein Arzt. Laufen ist nichts für mich. Nummer 5. Guten Tag, Frau Bauer. Machen Sie dieses Jahr wieder Urlaub am Meer oder bleiben Sie zu Hause? Nein,
Wir waren in den letzten Jahren immer am Meer. Dieses Jahr besuchen wir unsere Verwandten in Süddeutschland. Die freuen sich schon sehr. Und wohin fahren Sie? Guten Tag, Frau Bauer. Machen Sie dieses Jahr wieder Urlaub am Meer oder bleiben Sie zu Hause? Nein, wir waren in den letzten Jahren immer am Meer. Dieses Jahr besuchen wir unsere Verwandten in Süddeutschland. Die freuen sich schon sehr. Und wohin fahren Sie? Nummer 6. Du, Bruno, wie lange fliegst du von hier nach München? Nicht lange, nur 50 Minuten. Aber ich muss eine halbe Stunde vor dem Abflug im Flughafen sein. Und bis zum Flughafen brauche ich auch noch 45 Minuten. Dann geht es doch nicht so schnell. Du, Bruno, wie lange fliegst du von hier nach München? Nicht lange, nur 50 Minuten. Aber ich muss eine halbe Stunde vor dem Abflug im Flughafen sein. Und bis zum Flughafen brauche ich auch noch 45 Minuten. Dann geht es doch nicht so schnell. Ende Teil 1. Teil 2. Kreuzen Sie an, richtig oder falsch. Sie hören den Text einmal. Nummer 7. Liebe Kunden, unser Restaurant bietet Ihnen heute wieder hausgemachten Kuchen. Dazu Kaffee und Tee, so viel Sie wollen. Alles zusammen für nur 3,50 Euro. Wer Geburtstag hat, zahlt heute nichts. Nummer 8. Achtung! Hier spricht die Polizei. Ein großes Feuer in der Firma Chemotech. Bitte schließen Sie alle Türen und Fenster und gehen Sie nicht aus dem Haus. Nummer 9. Liebe Urlauber, wir machen jetzt eine Pause von einer Stunde. Sie können einen Kaffee trinken oder das kleine Museum direkt am Meer besuchen. Aber bitte, um 14 Uhr fahren wir weiter. Bitte kommen Sie pünktlich zum Bus. Wir möchten nicht warten. Nummer 10. Liebe Kunden, der kleine Mario sucht seinen Vater. Der Vater von Mario möchte bitte zum Informationsschalter im ersten Stock kommen. Mario wartet dort auf Sie. Ende Teil 2.
Teil 3 Nummer 11 Autohaus Meier. Guten Tag, Frau Krause. Sie können Ihren Wagen abholen. Wir haben von Montag bis Freitag von 7 bis 18 Uhr geöffnet, mit einer Mittagspause zwischen 12 und 13 Uhr. Am Samstag sind wir bis 11 Uhr für Sie da. Auf Wiederhören. Autohaus Meier. Guten Tag, Frau Krause. Sie können Ihren Wagen abholen. Wir haben von Montag bis Freitag von 7 bis 18 Uhr geöffnet, mit einer Mittagspause zwischen 12 und 13 Uhr. Am Samstag sind wir bis 11 Uhr für Sie da. Auf Wiederhören. Nummer 12 Hallo Irene, hier Nina. Ich möchte heute Abend nicht zu Hause bleiben. In Metropolis gibt es einen guten Film. Kommst du mit oder musst du lernen? Ruf mich bitte auf dem Handy an. Hallo Irene, hier Nina. Ich möchte heute Abend nicht zu Hause bleiben. In Metropolis gibt es einen guten Film. Kommst du mit oder musst du lernen? Ruf mich bitte auf dem Handy an. Nummer 13 Sarah, ich bin's, Claudia. Ich kann mein Wörterbuch nicht finden. Ist es bei dir? Ich glaube, es liegt auf dem kleinen Schrank mit den CDs oder auf dem Tisch neben den Blumen. Bitte bring es heute in den Kurs mit. Danke. Sarah, ich bin's, Claudia. Ich kann mein Wörterbuch nicht finden. Ist es bei dir? Ich glaube, es liegt auf dem kleinen Schrank mit den CDs oder auf dem Tisch neben den Blumen. Bitte bring es heute in den Kurs mit. Danke. Nummer 14 Hallo Sabine, hier ist Maria. Ich bin jetzt bei Julia. Gleich gehen wir ins Konzert. Später wollen wir dann in die Disco Aladdin. Wir sind da so um 11 Uhr. Wir treffen uns dann dort mit dir. In Ordnung? Hallo Sabine, hier ist Maria. Ich bin jetzt bei Julia. Gleich gehen wir ins Konzert. Später wollen wir dann in die Disco Aladdin. Wir sind da so um 11 Uhr. Wir treffen uns dann dort mit dir. In Ordnung? Nummer 15 Guten Tag, Frau Solms. Heinze am Apparat. Frau Solms, ich habe morgen einen Termin bis 12 Uhr. Danach möchte ich eine kurze Pause machen. Aber dann habe ich Zeit für Sie. Wollen wir uns um 13 Uhr treffen? Ich warte auf Ihren Anruf. Ich bin noch bis 18 Uhr in der Firma. Auf Wiederhören. Guten Tag, Frau Solms. Heinze am Apparat. Frau Solms,
Ich habe morgen einen Termin bis 12 Uhr. Danach möchte ich eine kurze Pause machen. Aber dann habe ich Zeit für Sie. Wollen wir uns um 13 Uhr treffen? Ich warte auf Ihren Anruf. Ich bin noch bis 18 Uhr in der Firma. Auf Wiederhören. Ende Teil 3.